Das war das Interview mit Marco Buschmann, das ich kurz vor Beginn dieses Parteitags geführt habe. Und den habe ich als erstes gefragt, was er von diesem Parteitag erwartet, ob das ein reiner Jubelparteitag wird oder ob es auch kritische Stimmen geben wird. Jeder Koalitionsvertrag ist immer ein Kompromiss. Ich glaube, es ist ein guter Kompromiss, der auch die Handschrift der FDP trägt. Und deshalb, glaube ich, werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag noch bekommen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird es viel Zustimmung geben. Das ist sehr diplomatisch von Ihnen. Es gibt ja auch andere, wenn man jetzt mal auf die SPD und die Grünen guckt, die sagen, die FDP hat schon ziemlich viel durchgesetzt. Wo haben Sie denn einen Kompromiss gemacht? Wo war denn eine Kröte, die Sie schlucken mussten? Also schauen Sie, wenn man einen Kompromiss schließt, dann sollte man am besten über das reden, was man erreicht hat. Und wenn dann alle anderen der Meinung sind, dass man sehr viel erreicht hat, dann ist das natürlich schmeichelhaft. Aber wer den Koalitionsvertrag liest, wird natürlich auch sehen, dass die SPD viele Punkte durchgesetzt hat. 12 Euro Mindestlohn ist beispielsweise so ein Punkt. Und auch die Grünen haben ja an vielen Stellen ihre Handschrift hinterlassen. Ich glaube, es ist ein gut ausbalancierter Koalitionsvertrag, in dem sich alle drei Parteien wiederfinden. Es hat gestern bei der SPD 99% Zustimmung gegeben. Trotzdem großes Gemurmel, auch so ein bisschen Gemecker. Auch bei den Grünen hat es ja Gemecker gegeben. Was glauben Sie denn, wo FDP-Mitglieder heute kritisieren könnten? Also ich glaube, der Respekt vor dem Parteitag und den Delegierten gebietet es, das jetzt nicht vorwegzunehmen. Ich habe ja als einer der Verhandlerinnen und Verhandler mein Bestes gegeben. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um zu regieren. Und schauen Sie, dass es mal immer auch Kritik an einzelnen Punkten gibt, ist ja ganz normal. Denn das Wesen der Koalition ist der Kompromiss. Entscheidend ist, ob die Gesamtlinie stimmt. Und das Motto mehr Fortschritt wagen ist ein ganz wunderbares. Da können wir uns Liberale drin wiederfinden. Und wir haben eine ganze Reihe auch unserer Anliegen durchsetzen können. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Herr Buschmann, schauen wir auf das Thema, das so ein bisschen den Beginn Ihrer neuen Koalition überschattet, das Thema Corona. Sie werden zukünftig Justizminister sein und werden wahrscheinlich dann sofort mit der Aufgabe betraut sein, eine Impfpflicht in irgendeiner Weise in ein Gesetz zu gießen, wenn es wirklich so kommt. Sie waren da ja sehr lange skeptisch. Sind Sie jetzt bei Ja-Impfpflicht oder Nein-Impfpflicht? So einfach wollen wir es uns nicht machen. Eine Impfpflicht ist ja nicht nur eine Ja-Nein-Frage. Es gibt auch dort unterschiedliche Modelle. Es gibt ja einrichtungsbezogene Impfpflichten, die wir jetzt schon auf den Weg gebracht haben. Das halte ich auch für richtig, also in Krankenhäusern oder insbesondere in alten Pflegeheimen, wo sehr viele verletzliche Menschen da sind, müssen wir ein hohes Schutzniveau erreichen. Dann gibt es sogenannte gestaffelte Impfpflichten, etwa nach dem Alter. Das macht Griechenland jetzt. Und es gibt eben das Instrument der allgemeinen Impfpflicht. Und all diejenigen, die an dieser Debatte teilnehmen, stellen sich ja eine wirklich wichtige Frage, die wir uns alle stellen. Wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht noch einmal einen solchen Winter erleben und dass wir eine Gesellschaft haben, die permanent Angst haben muss davor, dass immer wieder Freiheitseinschränkungen zurückkommen. Und diese Debatte ist nicht banal, die ist schwierig. Und deshalb habe ich ja dafür einen Verfahrensvorschlag gemacht, dass im Bundestag im Wege von Gruppenanträgen darüber gesprochen wird, dass es ohne Fraktionsbindung stattfindet, dass nicht die Regierung diese Debatte vorprägt, sondern dass wir so ähnlich wie früher beim Thema Schwangerschaftsabbrüche oder bei der Sterbehilfe hier eine gute Lösung finden. Dauert das nicht zu lange, wenn Sie das über diesen Weg machen, wenn noch im Bundestag über Gruppenanträge beraten wird und Fraktionszwang aufgehoben wird? Ich kann verstehen, dass einige Menschen diesen Eindruck haben, aber von der Sache her ist es nicht richtig. Denn das, was jetzt akut notwendig ist, um die vierte Welle zu brechen, das ist das Boostern. Und das wollen wir jetzt voranbringen. Wir stellen den Impfstoff zur Verfügung. Carsten Breuer, der Chef des neuen Krisenstabes, den wir eingesetzt haben, kümmert sich um die Logistik. Wir wollen also dafür sorgen, dass die Menschen geboostert werden. Das führt relativ schnell zu einer Erhöhung des Immunstatus. Bei Menschen, die noch gar nicht geimpft sind, dauert es ohnehin mehrere Wochen, bis diese Immunstärkung eintritt, die wir uns von der Impfung versprechen und die Impfung auch bewirkt. Und deshalb sind auch die Anhängerinnen und Anhänger einer solchen Lösung ja der Meinung, dass das im Februar, März wahrscheinlich eintritt. Man muss das auch gut organisieren. Nichts wäre schlimmer, als wenn man Menschen zu etwas verpflichtet und dann kein Impfangebot bereitstellen kann. Das muss gut vorbereitet sein. Und deshalb sind sich eigentlich alle einig, dass das vor Februar oder März ohnehin nicht in Kraft treten kann. Sie als FDP haben lange davon gesprochen, einen Freedom Day
als Datum setzen zu wollen. Sie wollten viele Beschränkungen aufheben. Sind Sie überrollt worden tatsächlich von dem, was wir jetzt an Inzidenzen haben, an Neuinfektionen haben? Oder waren Sie ein bisschen naiv? Also schauen Sie, dass wir als FDP mal auf Verhältnismäßigkeit schauen, also auf die konkreten Verhältnisse und wie kann man in diesen Verhältnissen möglichst viel Freiheit, aber auch Freiheit in Verantwortung realisieren. Ich glaube, das ist ein sehr ehrenwertes Ziel. Wir halten es jedenfalls für ein sehr ehrenwertes Ziel. Und wenn sich die Lage verändert, wenn wir feststellen, dass wir sehr viel mehr Impfdurchbrüche haben, als wir geglaubt haben, dann waren wir ja auch nicht alleine mit einer solchen Einschätzung. Erinnern Sie sich, der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister hatte auch dazu aufgerufen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufzuheben. Es gab aus dem Kreise der niedergelassenen Ärzte sogar Rufe, Ende Oktober mit allen Maßnahmen zu enden. Und dass wir dann gesagt haben, wir wollen uns auf einen Weg begeben, um dann im März nächsten Jahres aus den Maßnahmen auszusteigen. Das war, glaube ich, nicht verantwortungslos, sondern es war das Gegenteil. Es war der Versuch, mit Blick auf die Verhältnisse einen Weg zurück in die Freiheit zu finden. Wenn sich die Verhältnisse aber ändern und Verantwortungsbewusstsein es gebietet, die vierte Welle jetzt zu brechen, die mit größerer Wucht über uns hereinbricht, als wir gehofft haben und als viele das gehofft haben, dann müssen wir angemessen reagieren. Und genau das tun wir. Wir werden die vierte Welle brechen. Ganz herzlichen Dank, Marco Buschmann, im Moment noch parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und dann in Zukunft höchstwahrscheinlich Justizminister. Danke. Tschüss, Frau Grimm.